Was geht ab, Leute? Ich bin's, Tim Boomer hier von Get Coaching. Heute in einem neuen Video für euch, und zwar ein Full Day of Eating, gemischt mit einem Vlog, würde ich sagen. So ein bisschen von beiden. Und weil ihr euch das auf jeden Fall auch gewünscht habt, ihr habt euch Vlogs gewünscht und ihr habt euch Full Day of Eatings gewünscht. Und Full Day of Eating hatte ich noch nicht. Das bedeutet, ich zeige euch heute einen Tag lang alles, was ich esse. Und ja, jeden Morgen erstmal aufstehen. Bei mir gibt es ja immer erstmal Wasser, zwei große Gläser, und mache dann meine Morgenroutine. Das heißt, ich schreibe mir auf, wofür ich dankbar bin, was das Wichtigste am Tag ist, also was zu erledigen ist, und meine Glaubenssätze. Und nebenbei mache ich dann immer Liegestütz. Und dann wird Kaffee getrunken, gelesen und so weiter und so fort. Ein paar von euch kennen das auch schon. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und sehen uns dann bei den nächsten Mahlzeiten. Liegestütz mit den Griffen. So, der Teil wäre geschafft. Jetzt geht's ans Kaffee machen. Aktuell während der Quarantäne, nee, nicht Quarantäne, haben wir, okay, kann man auch so nennen. Keine Ausgangssperre, aber stehe ich ein bisschen später auf, logischerweise, weil ich aber abends auch immer ein bisschen länger wach bin. Und deswegen stehe ich dann dadurch, dass ich den Schlaf ja trotzdem erreichen möchte. Dann nehme ich einen Tick später auf, aber behalte meine Routinen bei, das ist ganz, ganz wichtig. Ihr habt auch gerade gesehen, schräge Liegestütz. Ich wechsle da immer. Ich mache hier jeden Morgen meine Liegestütz, 3-4 Sätze lang. Manchmal schräge, manchmal normale. Warum schräge? Mit den schrägen Liegestütz treffen noch etwas mehr die oberen Brustfasern. Und da wir die auch im T-Shirt sehen und die oft nicht so stark entwickelt sind wie der untere Teil von der Brust, mache ich morgens jetzt häufig die schrägen Liegestütz mit den Griffen. Einfach, weil man dann noch besser runterkommt, noch eine etwas bessere Position hat. Und ja, das mache ich jeden Morgen. Deswegen die Füße irgendwo hoch. Achtet darauf, dass ihr wirklich schräg seid. Und lasst den Körper dann nicht durchhängen, weil dann macht ihr im Endeffekt wie normale Liegestütz. Das heißt, irgendwo eine schräge, Po schön anspannen, Bauch schön anspannen, Rücken schön anspannen, Po auch möglichst oben lassen. Und dann schön schräge Liegestütz. Sind auf jeden Fall anspruchsvoller und wie gesagt, für die obere Brustfasern, vordere Schulter und Trizeps. Und jetzt brauche ich erstmal dringend Käffchen. Ja, und viele wissen das von euch, ich mache es oft am Wochenende oder an solchen Tagen, wo ich jetzt nicht diesen strukturierten Arbeitszeitenplan habe, dass ich jetzt fahre zur Arbeit, morgen fahre zurück, habe dann den nächsten Job, sondern in dieser Zeit wie jetzt aktuell und sonst halt in Normalzeit am Wochenende mache ich das gerne, dass ich auch faste. Was bedeutet, ich trinke dann nur meinen Kaffee und zügere die erste Mahlzeit möglichst lange raus. Könnt ihr gerne mal schreiben, ob ihr Erfahrung mit Fasten gemacht habt oder dazu nochmal ein ausführliches Video. Wollt ihr fasten, das ist eine sehr, sehr gesunde Variante. Vor allen Dingen könnt ihr dann dadurch, dass ihr die Mahlzeit nach hinten rausschiebt, dann auch später oder am Abend umso mehr essen, weil die ganzen gesparten Kalorien über den Tag ja noch offen habt.
Und meistens fällt es dann auch leichter, wenn ihr euch eh gesund ernährt, dann wenn ihr zum Beispiel 2500 Kalorien am Tag esst, die ganzen 2500 Kalorien am Tag abends zu essen und das dann auch im Gesund, das ist dann immer schon ein ganzer Haufen. Vielleicht kommt das für einige von euch in Frage. Ich kenne viele, die damit sehr, sehr gut fahren. Vor allen Dingen 2500 Kalorien, dann noch euer Eiweiß damit abzudecken und dann noch Vitamine, Mineralien und die gesunden Fette. Das sind immer so die essentiellen Sachen, die ich sage, die ihr jeden Tag abdecken solltet. Das dann aus gesunden Kalorien. Dann ist es ganz schön anspruchsvoll, sage ich mal, für einige wahrscheinlich noch die ganzen anderen Kalorien reinzukriegen, was für die Leute, die abnehmen wollen, eine super Variante ist, weil sie trotzdem das Gefühl haben, ich esse eine große Portion, kann aber trotzdem meine Diät weiterverfolgen, einfach weil ich den Tag über die Kalorien gespart habe. Für die, die wirklich extrem zunehmen wollen und Muskel aufbauen wollen, ist das wahrscheinlich schwieriger, wenn ihr dann bei 3000, 3500 Kalorien seid und ihr müsst euch die dann alle da auf einen relativ kurzen Zeitraum reinknallen. Weiß ja nicht, ob das so vorteilhaft ist. Da würde ich das vielleicht über einen Tag verteilen. Aber die Leute, die abnehmen wollen, die können es gerne mal ausprobieren zu fasten. Das heißt, den Tag über die Kalorien sparen. Nur abends für eine bestimmte Zeit an Stunden zu essen. Zum Beispiel 4, 6 oder 8 Stunden. Um den Rest des Tages nichts zu essen, sondern nur Tee zu trinken. Oder nur ein bisschen Eiweiß oder nur ein paar Vitamine. Da gibt es tausende Varianten, wie ihr wollt. Ich habe es auch oft gemacht, dass ich Obst, Gemüse tagsüber gegessen habe, etwas Eiweiß gegessen habe, um diesen Sättigungseffekt zu haben weiterhin. Und dann abends richtige Mahlzeiten gegessen habt. Aber das müsst ihr für euch selber entscheiden. Ihr könnt euch damit hier gerne auseinandersetzen. Das ist auf jeden Fall auch was sehr, sehr Gesundes, weil der Magen nicht die ganze Zeit mit dieser Verdauung beschäftigt ist, sondern auch mal ein bisschen Ruhe hat. Und das auch sehr natürlich liegt, weil der Mensch früher in der Steinzeit, sage ich mal, ja auch nur auf die Jagd gegangen ist, wenn er Depots anlegen musste oder wenn er Hunger hatte. Und vor dem Essen war dann auch sehr instinktiv, also sehr wach und wachsam, einfach weil man dann auch sehr aktiv wird. Weil der Körper natürlich in einen gewissen Zustand kommt und deswegen Fasten ist eigentlich was sehr, sehr Gesundes. Könnt ihr mal, wie gesagt, sonst schreiben und euch damit mal auseinandersetzen. So Leute, und jetzt gibt es als erste Mahlzeit sozusagen, das ist ja keine Mahlzeit, Probiotik, das sind Darmbakterien. Die trinke ich jeden Morgen. Die füttern schön den Darm und sorgen für eine gute Darmflora und damit auch für ein starkes Immunsystem. Und dann gibt es hier mein Käffchen mit Kakao und Zimt drin. Trinke ich morgens auch häufig, da wechsle ich immer durch und Hafermilch. Das gibt es jetzt erstmal und dann wird ein bisschen gelesen und ich denke mal, ich werde gleich noch spazieren gehen. Ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal eine Runde spazieren. Noch vor meiner ersten Mahlzeit, das ist auch ganz gut, weil dann hat man nochmal schön ein paar Kalorien verbraucht, ein paar Schritte gesammelt. Das kann ich nur jedem raten. Also wer noch nicht auf dem Schirm hat, jetzt regelmäßig spazieren zu gehen, der hat es noch nicht verstanden. Nee, Leute, geht regelmäßig spazieren. Quarantäne und Menschenkontakt vermeiden ist schön und gut. Aber wenn ihr spazieren geht, glaubt mir, ich werde mich hier nicht anstecken. Und holt euch frische Luft, Leute. Das ist wichtig fürs Immunsystem, für eure Gesundheit. Damit stärkt ihr euch eher. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt wegen dem Wind. Damit stärkt ihr euch eher. Also schränkt euch nicht zu sehr ein. Ja, dieser Menschenkontakt, ihr. Sollte jetzt nicht die Türklinken ablecken, aber geht raus, spaziert im Wald, wo ihr frei seid, wo ihr ein bisschen Freiraum habt und schränkt euch da nicht zu sehr ein. Und ja, ich werde es jetzt auch machen. Wie gesagt, man verbraucht ein paar Kalorien, man kommt raus, frische Luft, sehr, sehr gut, sehr, sehr viele Vorteile, auch studienmäßig bewiesen, Spaziergänge auch gut für den Kopf. Und das werde ich jetzt erstmal machen und danach gibt es dann endlich die erste Mahlzeit und dann gibt es Frühstück. Dann haben wir es auch gut hinausgezögert und ja, dann können wir auch ausgiebig frühstücken. So Leute, jetzt bin ich auch einfach mal mitten im Wald. Ist eigentlich auch immer ganz spannend, mal straight durch den Wald zu gehen. Nicht immer nur auf den normalen Wegen zu bleiben, sondern wirklich mal so richtig in die, es sieht auch schön aus, mal so richtig rein in die Natur, wo erstmal fernab alles von Menschen ist oder auch Anzeichen für menschliches Leben. Das ist immer nur die andere Sache, hier auch wieder rauszukommen. Aber wir haben einen guten Orientierungssinn, wir machen das schon, aber richtig cool. Das werde ich jetzt erstmal genießen, dann erstmal hier ein bisschen rumlatschen. Schön ein paar Schritte sammeln, Leute.
Die erste Mahlzeit steht an. Ich bin jetzt vom Spazieren zurück. Ich war echt eine gute Runde spazieren. Genau, ich werde mir jetzt ein Müsli machen. Als Basis natürlich Haferflocken. Ich werde Walnusskerne mit reinmachen für die gesunden Fette. Chiasamen für die Omega-3-Fette auch sehr, sehr gesund und ballaststoffreich. Sonnenblumenkerne auch mega gesund, auch reich an gesunden Mineralien, Fetten, Eisen und so weiter. Bisschen Amaranth, auch ein guter Eisenlieferant. Und auch ein bisschen Eiweiß. Dann ein paar Kakaonibs, einfach für den Geschmack. Ja, zuckerfrei, einfach nur Kakaobohne. Bisschen Obst natürlich für die Vitamine. Wir haben hier Himbeeren, Beeren, ihr wisst meine Meinung mittlerweile, und eine Banane, auch ein bisschen für die Süße. Bisschen Hafermilch und dann wird hier auch noch ein bisschen Zimt reinkommen. Und ja, das wird jetzt erstmal die Mahlzeit. Trocken. Bisschen Trockenobst werde ich auch mit reinmachen. Das ist hier Cranberries, ein bisschen Rosinen, glaube ich. Wir haben hier Maulbeeren, wir haben Gucci-Beeren. Einfach auch noch ein bisschen für den Geschmack. Wir haben auch natürlich ein paar Vitamine. Und wie gesagt, für die Süße ein bisschen, weil ich will mich jetzt auch noch naturaler ernähren, was bedeutet, ich will auch weitestgehend auf Süßstoff verzichten und wirklich nur noch aus Natur essen. So gut es geht zumindest, und das versuchen. Hier, das ist doch, wie nennt man diesen Stängel hier hinten? Satans Hintern oder sowas? Wer macht den auch immer ganz säuberlich weg? Ich mache den auf jeden Fall immer richtig weg. Ich kann das gar nicht ab, wenn dieser Stängel da am Ende ist. Ich kann auch braune Stellen bei Bananen überhaupt gar nicht leiden. Also da bin ich echt irgendwie pingelig. Weiß auch nicht. Generell Stellen bei Obst und auch bei Gemüse, da bin ich immer, ja, weiß nicht, ziemlich sensibel irgendwie. So, dann noch ein paar Walnüsse. Walnüsse auch sehr gut für den Kopf, Leute. Sehr viele gesunde Fette, wie gesagt. Mineralien, Vitamine. Sehr viel Gutes drin. Hier können wir auch den Rest reinkriegen. Mensch, ist ja wieder ein Grund, einkaufen zu gehen, weil die ganzen Vorräte hier langsam leer sind. Aber Walnüsse habe ich noch. So, perfekt. Dann natürlich den Zimt nicht vergessen. Für den Blutzuckerspiegel super. Zimt. Immer Ceylon nehmen bitte. Nicht den Kasia-Zimt. Das ist wichtig. Und ja, dann lassen wir uns das gleich mal schmecken. So, ich werde jetzt doch noch ein ganz paar von diesen Ballastos drauf machen. Meine aufmerksamen Follower kennen die schon. Die haben richtig coole Nährwerte. Wir haben nur 2 Gramm Fett, wir haben 17 Gramm Ballaststoff und 15 Gramm Eiweiß. Und das ist gesüßt mit Apfelsaft und Stevia. Und Zimt ist drin. Und erste Zutat ist auch noch Dinkel Vollkornmehl. Das heißt auch noch ein Vollkornprodukt. Richtig cool, schmecken sehr lecker. Da werde ich dann nochmal so eine Handvoll drüber geben. Einfach für dieses Knusprige und wie gesagt, noch ein bisschen Power drin. Richtig lecker. Gibt es auch verschiedene davon. Gibt es noch Saltos, so runde. Dann haben wir Kakao-Düsis irgendwie sind mit ein bisschen Kakao. Probiert euch da mal aus. Kann ich absolut empfehlen. Leute, fertig ist die Mahlzeit. Ich meine, einfacher geht es nicht mehr. Also, wie gesagt, ihr wisst meine Meinung zu Ausreden, dass gesund Kochen zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Gesundes Müsli, fast nur komplett Natur, beziehungsweise Natur ist es sogar nur, aber so gut auch wie komplett unverarbeitet. Einfach alles rein, Milch drüber, fertig. Also gar kein Zeitaufwand. Jede Pizza, sogar Nudeln dauern länger. Also deswegen, Leute, stellt euch nicht so an. Ich lasse mir das jetzt erstmal schmecken und dann sehen wir uns auf jeden Fall bei der nächsten Mahlzeit wieder. So Leute, jetzt gibt es bei mir Pre-Workout, Kickdown Evolution, ein Büßerchen und meine Lieblings-EAAs im Goku-Lunder-Geschmack. Das werde ich mir jetzt geben. Weiterhin hatte ich noch bisher einen Apfel und sonst aber nichts weiter gegessen. Das gibt es dann erst wieder nach dem Training. So, jetzt gibt es hier Booster mit ein paar EAAs. EAAs einfach, weil ich jetzt auch viel länger nichts gegessen habe, für den Muskelschutz.
Ja, Proteinversorgung und so weiter und so fort. Alle essentiellen Aminosäuren. Und dann geht es zum Kollegen Highout. Da wird dann ordentlich trainiert. Der hat nämlich auch noch Hanteln und all so einen Kram zu Hause. Und dann können wir schön eine Runde pumpen, bisschen Kraft machen. Und ja, und danach gibt es dann Post-Workout mir, Leute. Ich weiß noch gar nicht, was ich genau mache. Ich denke mal, irgendwas mit Kartoffeln oder so, habe ich Bock drauf. Und yes, wir sehen uns dann. Ich werde jetzt noch ein bisschen trainieren, habe noch ein bisschen Bizeps gemacht, ein bisschen Rücken gemacht und werde mir jetzt meine zweite Mahlzeit machen, Post-Workout Meal. Und zwar wird es ein Rührei mit ein paar Champignons, rote Paprika und ein Brot mit ja, Avocado. Da haben wir noch ein bisschen Käse drauf. Das werden wir jetzt erstmal machen und dann gönne ich auch schon jetzt mittlerweile echt ganz gut Hunger. Aber gar kein Problem. Let's go. Schnelles Meal fertig machen. Dieses Brot kann ich übrigens empfehlen. Ohne Zuckerzusatz, ja. Ein Brot ohne Zucker. Ist leider sehr selten zu finden, aber das hat auf jeden Fall keinen Zucker drin. Und auch ganz gute Nährwerte, nur 194 Kalorien auf 100 Gramm. Das wird jetzt auf jeden Fall dazu gemacht, aber das kommt erstmal in den Toaster. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber bei Avocado ist ja immer die 50-50 Chance, ob man die 3 Euro in den Sand gesetzt hat, weil sie komplett braun und vergammelt ist, oder ob sie gut investiert waren und gut sind. Ich habe jetzt hier anscheinend Glück, hier ist bisher keine Stelle, aber wie oft hat man das bei Avocado, dass man die kauft, sieht von außen top aus und innen drin war das dann ein Reinfall. Aber diesmal Glück gehabt, deswegen ich kaufe meist auch mal 2 oder 3 zur Sicherheit, weil ich mich dann so aufrege, dass ich dann in der Hoffnung, wie es nicht andere dann gut ist. Aber gut, jetzt werden wir die erstmal zubereiten bzw. klein machen. So Leute, und so sieht das Ganze dann aus. Wir haben jetzt hier Avocado, wir haben hier das Rührei mit den Champignons. Und den ganzen Gewürzen. Wir haben hier etwas Käse mit Vollkornbrot und Light Ketchup. Ist auch noch eine Scheibe mit Light Ketchup. Und dann Paprika und Gurke. Und das werde ich mir jetzt erstmal schmecken. Also kein Zucker und achtet auch hinten auf der Zutatenliste, dass da kein irgendwie extra Öl mit drin ist, sondern dass wirklich reine Nüsse nur drin sind. Und dann habe ich da noch ein bisschen Banane drauf gemacht und Ceylon-Zimt. Und hier habe ich mir Naturjoghurt genommen. Ganz normalen Joghurt ohne alles. Paar Himbeeren reingemacht, paar Walnüsse und noch ein paar Goji und Maulbeeren. Ja, das werde ich mir jetzt erstmal schmecken lassen. Und dann würde ich auch sagen, war es das für heute. Das war mal so eine Art, wie ein Tag bei mir aussehen könnte. Das, wie gesagt, ich habe da nicht so einen festen Ernährungsplan. Das variiert immer je nachdem, worauf ich auch Lust habe. Zum Beispiel in der normalen Zeit, wenn wir jetzt nicht in dieser Corona-Zeit sind zur Arbeit, ist es zum Beispiel, dass ich morgens immer mein Haferflocken Oatmeal esse. Jeden Morgen oder mein Cheesecake und dann zum Mittag immer Reis oder Quinoa mit Gemüse, Tofu oder Gemüse, Reis mit Rührei, irgendwie sowas. Dann noch einen kleinen Snack esse, dann zum nächsten Training gehe und nach dem Training dann auch nochmal irgendwie Reis esse, Quinoa esse, Vollkornnudeln esse, das mit Gemüse kombiniere, abends dann manchmal noch einen Quark, irgendwie so, immer mit Nüssen. Und ja, ich mache das immer relativ individuell, aber ich werde in den nächsten Vlogs das bestimmt auch nochmal filmen. Das heißt, ihr werdet dann auch einen Überblick haben. Mein Meal Prep Video kennt ihr ja schon, da seht ihr auch die Mahlzeiten, die ich meistens esse. Könnt ihr gerne abchecken. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Ich freue mich über jeden Einzelnen.
Und bei Instagram get_coaching wisst ihr bereits, Trainings, Ernährungspläne auch auf Nachrichtenanfrage. Und ja, dann bedanke ich mich und wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Macht's gut. Haut rein.